Unser Leben wird schneller, komplexer und komplizierter. Das stellt die Gesellschaft vor immer größere Herausforderungen. Und diese sind ohne Wissenschaft und Forschung nicht zu bewältigen. Lehrende und forschende Bereiche sollten am besten einen Schritt voraus sein. Das erfordert kluge Konzepte und Maßnahmen. Mit dem dritten Hochschulentwicklungsplan ist die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg für die kommenden 5 Jahre gut aufgestellt. Gerade wenn man vor solchen großen Herausforderungen steht, wie etwa der Klimawandel und seine Folgen, mit der Notwendigkeit, eine ganze Volkswirtschaft oder ganze Volkswirtschaften umweltverträglich umzubauen, braucht man einen Plan, was man eigentlich machen will, um seine Kompetenzen entsprechend einsetzen zu können. Und der Hochschulentwicklungsplan ist eine Strategie, um für die nächsten 5 Jahre auf die Herausforderungen, zu denen die Wissenschaft Beiträge leisten kann, zu reagieren. Und das in 7 Handlungsfeldern. Die Basis, die Verwaltung. Dann die Lehre, die angewandte Forschung mit entsprechendem Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft, die Internationalisierung und Diversität unserer modernen Welt und die Nachhaltigkeit mit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Eines der vorrangigen Handlungsfelder, das hat die Corona-Krise gezeigt, die Digitalisierung. Hier hat der massive Ausbau der Infrastruktur durch die Anforderungen der Pandemie in den Jahren 2020, 2021 bereits an Fahrt aufgenommen. So wird das solide Fundament der Hochschule, ein zuverlässiges, breitbandiges Netz, weiter ausgebaut und die Kapazität der Rechenzentren aufgerüstet. Den Aspekt, den man auch bei Digitalisierung nicht vernachlässigen sollte, ist, dass Digitalisierung benutzerzentriert sein muss, aus meiner Sicht. Das heißt, unkomplizierten Zugang für die Menschen zu Digitalisierung bereitstellen muss. Das heißt, wir müssen auf diesen Ebenen, eben genannten Infrastrukturkomponenten, dann auch neue Applikationen implementieren, die sowohl Studierenden als auch Mitarbeitenden den Zugang zur Digitalisierung auch ermöglichen. Die Digitalisierung hat in den vergangenen Monaten deutlich mehr Raum in der Lehre erhalten und erfordert neue Formate für Inhalte und Didaktik, so Marco Winsker, Vizepräsident für Studium, Lehre und Weiterbildung. In den nächsten 5 Jahren möchten wir die Hochschuldidaktik weiter stärken, denn Lehre ist eine akademische, eine entwickelnde Tätigkeit. Wir möchten die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um sie für die Präsenzlehre sinnvoll einzusetzen. Und wir möchten darüber im Gespräch bleiben, in der ganzen Hochschule. Das machen wir ja mit verschiedenen Formaten bereits und führen das weiter. Dabei entstehen neue didaktische Formate, wie das Projekt Modellbildung und Simulation aus dem Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjournalismus. Auf der Slackline wird zum Beispiel Schwingung für die Studierenden fühlbar. So wird Theorie immer in Verbindung mit der Anwendung aus Forschungs- und Entwicklungsinhalten heraus motiviert. Darüber hinaus entsteht ein Lehrbuch mit interaktiven Zusatzelementen. Ein interaktives Lehrbuch ist eigentlich ein Tool am Computer, wo die Inhalte nochmal erfahrbar gemacht werden, wo man vor- und zurückgehen kann, sich selbst testen kann und Aufgaben von verschiedenen Schwierigkeitsniveaus bearbeitet werden können, sodass da wirklich selbstständig die Inhalte mit auch ein bisschen mehr erarbeitet werden können. Der Spot liegt auf Online-Angeboten. Zur Entwicklung der Formate braucht es technische Voraussetzungen. In der St. Augustiner Bibliothek können Lehrende und Studierende in einem eigens dafür eingerichteten Studio und One-Button-Schnittplatz Lehrvideos produzieren. Die E-Learning-Abteilung der Bibliothek wächst derzeit auch personell sehr stark. Wir haben uns viel vorgenommen für die nächsten Jahre. Es gibt zahlreiche neue Themen, die wir bearbeiten wollen, wie etwa die Einführung von Online-Klausuren an der Hochschule. Daneben stehen große, durch das Land geförderte Digitalisierungsprojekte an. Eines davon ist beispielsweise die Etablierung der digitalen Lehr- und Lernplattform Orca NRW. Orca NRW ist eine Online-Plattform, die zukünftig digitales Studium und Lehre unterstützt. Dabei ist der verantwortungsvolle Umgang mit Daten und der vernetzten Welt dem Honorarprofessor für Ethik und Wissenschaftskommunikation Ranga Yogeshwar besonders wichtig. An der Hochschule gibt es viele Bereiche, die mit Technik zu tun haben.
und da im Grunde genommen direkt bei den Studenten auch diese Sensibilität für ethische Fragen zu wecken und sie am liebsten verpflichtend in ein Curriculum hineinzupflanzen, erscheint mir wichtig, denn Ethik ist nicht eine nette Wegrandbegrünung, ein nice to have, sondern das ist total wichtig, weil es bestimmend sein wird für die nächsten Generationen. Ethische Grundsätze sind immer auch Treiber in der Forschung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Wir wollen zeigen, dass wir hier an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften auf höchstem wissenschaftlichem Niveau arbeiten können. Das ist unser Anspruch. Wir wollen dabei aber auch mit allen gesellschaftlichen Akteuren in Interaktion treten, um Antworten zu finden, gemeinsam auf die großen Fragen unserer Zeit. Zum Beispiel im Bereich der alternativen Energien. Professorin Tanja Klees möchte mit dem Projekt FlexHyx Antworten in der dezentralen Wasserstoffspeicherung finden. Damit könnten erneuerbare Energien, die naturgemäß Schwankungen unterliegen, flexibel genutzt werden. Das, was wir uns eigentlich als Ergebnis versprechen, ist für unterschiedliche Anwendungen, von kleiner über eine mittlere Größenordnung, Wohnblöcke, Industrie bis hin zum Netzbetrieb, Antworten zu bekommen, wie groß müssen unsere Komponenten sein, um, ich sag mal, halbwegs wirtschaftlich in Zukunft arbeiten zu können. Solche Forschungen funktionieren nur mit Partnerschaften. Für die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ist es selbstverständlich, Ideen, Wissenschaft und Technologien zu Unternehmen und Partnern in der Region und auch überregional zu transferieren. Wir brauchen erstmal Plattformen des Dialogs. Wir müssen uns austauschen. Wir brauchen aber auch Plattformen der Zusammenarbeit, denn wir wollen auch konkret handeln. Und am allermeisten brauchen wir Menschen, die das mittragen wollen, denen es ein Anliegen ist, die die Motivation mitbringen, in den Kooperationen Wirkung zu erzielen über die Hochschule hinaus. So wie die regionalen Standorte der Bechtle GmbH. Der IT-Dienstleister kooperiert seit Jahren mit der Hochschule für angewandte Wissenschaft im Rhein-Sieg-Kreis. Dann gibt es natürlich diese Systematik, dass wir, sag ich mal, den Praxisblick reinbringen, ne? Und wir sagen, wie kann man eigentlich die Dinge, die man hier lernt, in die Praxis transferieren und was braucht die Praxis eigentlich wirklich? Und auf der anderen Seite profitieren wir sehr stark von dem methodischen Dialog. Oder das Unternehmen Obdenhoff Technologie GmbH. Neben dem Recruiting von Werkstudierenden an der HBRS wird auch gemeinsam an Projekten gearbeitet. Wir haben immer mehr internationale Kunden, wo man nicht mal eben zum Kunden fahren kann und eine Schulung durchführen kann. Das bedarf längerem Vorlauf und um das halt zu verkürzen, um es angenehm für alle Beteiligten zu machen, können wir halt diverse Umgebungen halt digital abbilden und den Kunden bzw. seine Mitarbeiter halt durch unsere neuen Systeme führen im Umkreis seines Prozesses. Wissenschaft und Forschung ist ohne weltweites Vernetzen und interkulturelle Kompetenzen nicht möglich. Die Hochschule lebt Internationalisierung und Diversität. Vizepräsident Jürgen Bode hat dabei Zukunftsregionen wie China, Afrika und Europa besonders im Blick. Wir setzen auf die Digitalisierung. Digitale Internationalisierung bedeutet, dass wir über Grenzen hinweg zusammen lernen, lehren und forschen können. Und wir erreichen damit die 90% der Studierenden und Beschäftigten, denen es nicht möglich ist, ins Ausland zu reisen und dort zu studieren oder zu forschen. Das gelingt mit dem Projekt Co-Chair Teaching and Learning. Hello everyone, hello to Ghana, hello to Finland, hello to the United States and hello to the students here from... Wir wollen Studierende aus unserer Hochschule mit Studierenden aus anderen Hochschulen zusammenbringen. Und diese Hochschulen sind in Ghana, Finnland, USA und auch hier in Deutschland. Und das schaffen wir durch virtuelle Formate, durch ein virtuelles Klassenzimmer, in dem die Studierenden zusammenkommen und gemeinsam lernen und arbeiten können. Diversität und natürlich auch Gleichstellung – Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Das bereits umfangreiche Programm wird ausgebaut und durch neue Angebote erweitert. Ein Thema liegt der Gleichstellungsbeauftragten besonders am Herzen. Als Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule habe ich ein innovatives Coaching-Programm aufgelegt. Es richtet sich vor allem an Professorinnen und Frauen in Führungspositionen an unserer Hochschule. Es ist ein innovatives 1:1-Programm, das sie befähigen soll, neue Rollen auszuüben.
Alle Bereiche der HBAS steuern auf ein großes Ziel: unser Leben nachhaltiger zu gestalten und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, so Präsident Professor Hartmut Ihne. Wir müssen die große Transformation, wie es heißt, die ökologische Transformation bewerkstelligen. Dafür braucht man viel Kopf, viel Fantasie, viele Visionen, viel Kraft. Und die Hochschule stellt sich dieser Herausforderung. Das bedarf fachübergreifender Forschung, starker Partner außerhalb der Hochschule sowie Bürgerbeteiligung. Das Internationale Zentrum für nachhaltige Entwicklung hat dazu zahlreiche Projekte aufgelegt. Im Rahmen von Campus to World wird zum Beispiel der CO2-Gehalt von Böden erforscht. Die Frage der Verantwortung ist natürlich heute eng an die Frage der nachhaltigen Entwicklung gekoppelt. Und damit beschäftigt sich das jetzt interdisziplinär und transdisziplinär, also eben auch mit den Partnern gemeinsam, um zu schauen, wie wir eine nachhaltige Welt gestalten können. Das heißt, es ist die eine Frage, wie funktionieren Dinge technisch, wie funktionieren sie gesellschaftlich, und dieses Wissen zusammenzutragen und in Handlungsoptionen umzusetzen. Schon mit dem Baubeginn der Institution wurde auf Ökologie und Nachhaltigkeit gesetzt. Die neuesten Gebäude der Hochschule sind nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen zertifiziert. Das soll auch in Zukunft so bleiben, sagt die Leiterin des Dezernats für Bauen und Sicherheit. Ich würde wieder eine Zertifizierung nach dem BNB-Standard bevorzugen, weil es halt sehr viele Bereiche berücksichtigt. Also nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern auch sozialkulturelle und technische Aspekte, die dem Leben in der Hochschule sehr zugutekommen. Es sind Grünbereiche entstanden, in denen sowohl gelehrt, gelernt als auch entspannt werden kann. Zwei Bienenvölker sammeln Campushonig und Gästehäuser für Wildvögel bieten Raum für Familienplanung. Aber auch die Plätze vor den Hauptgebäuden in Rheinbach und St. Augustin sollen in Zukunft grüner werden. Eine gute Governance ist dabei der Grundstein für zielgerichtetes und erfolgreiches Arbeiten und Forschen. Die Leitungs- und Verwaltungskultur der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg macht Wissenschaft möglich, bezieht die Beschäftigten mit ein und unterstützt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man immer, und auch das ist ein Teil von Good Governance, dass man in einem lernenden Prozess verbleibt. Also Governance ist kein Zustand, der fix ist, den man irgendwann mal erreicht hat, sondern Governance ist für mich ein stetiger Lernprozess. Die Verantwortung der Verwaltung geht über die Grenzen der Hochschule hinaus. So achtet die HBAS als eine der ersten Hochschulen bundesweit auf Exportenkontrolle, zum Beispiel im Bereich ihrer Forschung. Einmal möchten wir auch, dass die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gewährleistet wird und dessen Verbündeter, und dass wir nicht unbewusst die Unterstützung oder Produktion von Massenvernichtungswaffen bzw. Kriegswaffen unterstützen. Durch offene Kommunikation über alle Bereiche hinweg. Durch inter- und transdisziplinäres Forschen und Arbeiten. Durch das Bewusstsein, die Transformation der Gesellschaft verantwortungsvoll und nachhaltig voranzutreiben, steht ein guter Plan für die Entwicklung der Hochschule. Visionen zu haben ist wichtig, weil wir dadurch eine Fernperspektive gewinnen können für das, was wir eigentlich wollen. Und meine Vision ist, dass die Hochschule wirkt, dass sie für die Menschen, für die Entwicklung der Menschen, die Entwicklung der Gesellschaft positiv wirkt. Und in dem Moment, in dem wir feststellen, dass sie ein guter Partner der Gesellschaft und der Menschen geworden ist, ist diese Vision ein Stück weit erreicht. Mit dem Hochschulentwicklungsplan 3 ist die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg eine treibende Kraft, sowohl regional als auch überregional, auf dem Weg in die Zukunft.